Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Der reine Wahnsinn hier aus dem Erlebnis-Resort am Europa-Park in Rust hier. In Rust, der reine Wahnsinn. Oder war es hinter uns und wir werden heute das Wochenende im Europa-Park verbringen und in Rolantica. Also wir sind bis einschließlich Montag hier. Heute ist Donnerstagabend. Ich freue mich auf eine schöne Tage hier im Park und werde noch einiges erleben. Und ich muss sagen, ich habe überall Mückenstich, ich glaube, mich juckt's. Oje, oje. Es wird ein kühles Wochenende auf jeden Fall, aber wir haben auch wieder die ein oder anderen Videoideen vor uns. Und ja, wir sind heute schon hier, weil es gibt in der Ferienzeit oder in der Sommerzeit ganz, ganz viele kostenlose Shows, wie zum Beispiel auch am Hotel Kronasar. Die wollen wir uns heute anschauen. Darüber wird es ein separates Video geben. Ja, ich freue mich schon. Das sah auf den Bildern schon sehr cool aus. Wir sind jetzt im Kronasar, haben uns an der Bar Ericsson noch mit einem Getränk ausgestattet und suchen jetzt gute Plätze für die Show, die jetzt hier gleich stattfinden wird. Vattenfall Spektakel, also eine Jetski-Show und Feuerwerk. Und ich bin gespannt. Deswegen gucken wir mal, wo wir uns am besten jetzt hier hinstellen. Ein neuer Tag hier im kunterbunten Vlog. Gestern haben wir uns noch die erste von mehreren kostenlosen Shows angeschaut, nämlich... Was ein Spektakel haben wir gesehen. Das war richtig toll. Da waren Jetski-Fahrer zwei Stück am Start und am Ende gab es noch ein großes Feuerwerk und die Musik, das war, fand ich auch richtig toll. Wir fassen euch auf jeden Fall nochmal alle kostenlosen Shows zusammen und dann findet ihr unten das Video. Wattenspektakel läuft aber tatsächlich nur noch bis zum 13. und sehr wahrscheinlich, wenn der kunterbunte Vlog draußen ist, ist es vielleicht nach dem 13. schon. Aber es gibt ja tatsächlich noch eine Mapping-Show im Colosseo, die werden wir uns heute Abend auch noch anschauen. Und ja, danach haben wir den Abend in der Sportsbar ausklingen lassen. Vivi hat ihr Bestes gegeben an der Dartscheibe, oder? Ja, geh lieber weg, nachher treffe ich dich. Die Dartscheibe war kaputt, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat die immer nur so kleine Zahlen. Also die Dartpfeile hingen immer nur an den kleinen Zahlen dran. Verstehe das gar nicht. Und jetzt geht's für uns in den Europapark. Und ja, wir wollen uns auch mal dem Thema Snacks widmen. Und wir dachten, dass wir uns mal alle Snacks im Themenbereich Deutschland anschauen. Genau, wir haben zwar schon mal... wir haben schon öfter Snack-Videos gedreht. Ihr kennt es vielleicht noch von uns. Und da haben wir in einem Tag alles gegessen. Waren immer froh, wenn Freunde von uns dann uns geholfen haben. Jetzt wollen wir uns aber mal dem Thema Snacks bestimmte Themenbereiche widmen und ich glaube, wir starten mit Deutschland. Wir halten uns heute den ganzen Tag hier in Deutschland aus, weil wir uns halt einfach durchsnacken. Fertiges Video mit allen Snacks, die es in Deutschland gibt und allen Restaurants findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber wir sind tatsächlich ein bisschen fix und fertig. Dann gab es tatsächlich noch die ein oder anderen Snacks in Deutschland. Wir haben das wieder ein bisschen unterschätzt, weil wir haben schon lange keine Food-Videos mehr gedreht und unser Körper kapituliert gerade so ein bisschen. Ja. Also wirklich, also das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie, ja, wir sind total voll gefressen, aber das ist auch so dieses, was tust du mir an, du isst zu viel und so ungesund und so fettig und so habe ich gerade das Gefühl, so mein Körper denkt sich so, du blöde Kuh. Aber irgendwie macht es auch Spaß, aber irgendwie ist es auch anstrengend. Also es ist körperlich gerade richtig anstrengend. Voll übertrieben, weil es ist damals nicht so bewusst geworden, weil wir das ja schon, ich meine, wenn ihr die Videos kennt, wir haben so oft schon Snack-Videos gedreht, aber aktuell ist es tatsächlich echt ein bisschen anstrengend. Ja, wir haben aber eigentlich schon fast alles durch. Wir haben heute mit dem Schloss Balthasar angefangen, da war es schon super unangenehm. Wir sind ins Schloss Balthasar gegangen und haben halt einfach nur ein Hauptgericht bestellt, weil wir wussten ja, dass wir uns auch den ganzen Tag hier durchschnabulisieren in Deutschland. Und damit wir halt einfach mehr zeigen können, teilen wir uns das Essen, das war schon sehr unangenehm. Aber jetzt sind wir fast durch, wir müssen später noch in den Biergarten. Genau, später noch Biergarten und eigentlich, wir haben hier noch so eine, die Süßigkeitenladen hier noch an der Ecke. Ne? Und morgen geht es dann weiter, morgen wollen wir euch alle neuen Snacks präsentieren. Aber wir haben ja schon zwei Snacks voraufgenommen, also einmal im Frühjahr und ja. Also werden auf jeden Fall, es werden auf jeden Fall zwei Food-Videos kommen, wir machen das Video mal zu Ende. Ein neuer Tag hier im kunterbunten Vlog. Meine Güte, gestern haben wir uns rausgerollt aus dem Europapark. Wir haben alles gegessen. Ja, wir haben alles gegessen in Deutschland. Es war so viel. Und ich habe jetzt schon keinen Hunger mehr. Okay, nächster Tag ist angebrochen, kein Hunger mehr, weil wir einfach immer noch voll sind. Genau, wir haben jetzt hier gerade ausgecheckt. Hier aus dem B&B haben wir jetzt zwei Nächte geschlafen. Für uns geht es jetzt tatsächlich ins Colosseo. Aber so ein bisschen wollen wir noch essen. Es geht jetzt komplett um das Colosseo. Um neuere Snacks. Um neuere Snacks.
Genau, also die Snacks, die ein bisschen neu sind jetzt hier in der Sommersaison, so allzu viele gab es tatsächlich nicht. Deswegen, aber man muss die Augen offen halten und wir wollen euch mal so ein bisschen was zeigen, was es eventuell so fast Neues gibt. Deswegen kam dieses Video auch bisher noch gar nicht raus. Wir haben damit schon angefangen und dann haben wir gesehen, oh, irgendwie gab es nur Törtchen bei Chef Marianne neu. Und diese Schnitzelboxen gab es neu, ja. Und dann haben wir nichts Neues mehr gesehen. Dann dachten wir, okay, sollen wir das Video überhaupt weiterführen? Und jetzt gibt es tatsächlich noch die ein oder anderen Tipps, die wir bekommen haben, wo wir vorbeischauen. Und das werden wir jetzt über die nächsten Tage noch drehen. Aber man kann ja kurz einen Teaser machen. Ich freue mich sehr auf diesen Käseburger. Doch, das sei denn, gell? Danke. Es gibt einen Käseburger wohl. Ich bin gespannt, ob wir den bekommen. Mhm. Und ja, neue Snacks findet ihr dann auch unten in der Videobeschreibung. Aktuell fahren wir jetzt erstmal ins Kolosseo, laden da das Video hoch, weil gestern Abend haben wir noch das Show-Video zu Ende gedreht, weil jetzt in der Zeit gibt es tatsächlich noch die ein oder anderen spezielleren Shows, wie genau. Zum Beispiel auch die Mapping-Show, die wir uns gestern Abend angeschaut haben. Genau. Und ja, dann die Map, ja genau, Mapping haben wir uns angeschaut, da gibt es natürlich auch noch das Feuerwerk am Kronasar. Aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, deswegen wollen wir das eigentlich schnell hochladen, damit sich das noch nur, damit ihr noch die Möglichkeit habt, das zu gucken. Weil viele wussten das tatsächlich gar nicht. Wir haben mit einigen auch gesprochen, Zuschauern oder die uns angesprochen haben auch. Und haben wir genau darüber gesprochen und einige wussten es gar nicht, dass es stattfindet. Und dann haben wir zu allen gesagt, Leute, wenn ihr es schafft, kommt, geht, fahrt ins Kronasar, schaut euch das an, das ist echt cool. Wir sitzen jetzt hier in der Bar. Es wird vom El Andalus und ich habe gerade die Videobeschreibung gemacht. Yay! Ich bin eigentlich schon ein bisschen fertig. Kevin sagt mir, ich soll so tun, als ob ich sie jetzt machen würde. Alles fake wird, nein. Aber das heißt, wir sind sehr gut vorbereitet. Das heißt, das Video kann jetzt eigentlich, Kevin, wie spät haben wir es? Ja, kann eigentlich schon um 12 Uhr raus in 3 Minuten, oder? Was für ein Video ist das denn? Das Video über alle kostenlosen Shows in Europa-Park-Hotels, die ihr hier erleben könnt. Und die sind echt gut und dachten, jetzt muss man auf jeden Fall ein eigenes Video widmen und damit ihr bei eurem Besuch das auch nicht verpasst. Deswegen wollten wir das Thema nochmal aufgreifen. Wir haben jetzt den ganzen Tag im Europa-Park verbracht. Wir hatten heute so ein bisschen Family Day. Meine Schwester ist da und der Ehemann ist auch am Start. Und der hat nämlich morgen 40. Geburtstag und dann dachten wir uns, dass wir ihm den schönen Europapark-Wein schenken in der Magnum-Flasche. Wurde hier sogar eingepackt, das kann man sich ganz kostenlos einpacken lassen. Die große Magnum-Flasche ist jetzt nicht ganz preiswert, aber als Geschenk kann man es auf jeden Fall mal machen. Für uns geht es jetzt ins Hotel, da haben wir eine Nacht diesmal im Colosseo, da checken wir ein. Und morgen geht es zu uns zu Rolantica. Wir wissen noch nicht genau, wie viel wir euch mitnehmen, weil wir wollen einfach die Zeit auch gerne mit meiner Schwester und der Familie verbringen. Und ja, jetzt geht es einfach in den EP-Express hinein. Wir konnten auf unser Hotelzimmer und haben uns schon so ein bisschen fresh gemacht, weil wir wollen jetzt einfach ein bisschen feiern in den Geburtstag hinein. Und ja, kleines Geschenk haben wir am Start. Haben wir euch ja vorhin schon gezeigt. Wir lassen euch aber jetzt hier auf dem Zimmer, werden den Abend genießen. Und vielleicht schaue ich mal, ob ich ein paar Eindrücke aus Rolantica mitnehme. Ich nehme die GoPro einfach mal mit. Wir werden da jetzt nicht großartig vloggen. Morgen den ganzen Tag werden wir bei Rolantica verbringen. Aber es ist wohl ziemlich nice. Die haben eine Yacht gemietet. Ja, diese große Yacht da. Ich bin sehr gespannt. Ragnack-Yacht. Und ich glaube, die kostet irgendwie 700 Euro. Darüber werden wir im Bing Talk auch noch mal reden, was diese ganze Yacht kann und ob sich das lohnt. Und ein bisschen werden wir euch bestimmt auch im Bing Talk zeigen. Hier in dem Vlog zeigen. Ich nehme die GoPro auf jeden Fall mit, vielleicht kriegen wir da noch ein paar Aufnahmen. Eine kleine Roomtour, wenn sie so ganz coach ist. Ja, schauen wir mal, wenn die Kinder und die Family weg ist. Bei 5 Kindern, glaube ich, sind insgesamt. Ja, da. Eigentlich ist die Yacht nur für 4, aber ja. Habt ihr nicht gehört. Ja. Hey, hier zurück im kurzen Vlog. Wir sind mittlerweile bei Rolantica, haben aktuell nur die GoPro dabei, aber es hat sich was spontan entwickelt. Das wollen wir euch auf keinen Fall vorenthalten. Wir sind hier gerade auf der Sonnenterrasse von Rolantica. Die Sonne ist aktuell noch nicht da. Wir haben hier einen Blick auf das Kronasar und auf den Infinity Pool. Ich hoffe, ihr hört mich. Es ist sehr, sehr windig. Hier auf der Seite findet tatsächlich doch immer wieder Sonntag statt. Wir haben immer wieder Sonntags aktuell. Und es war eigentlich geplant, dass wir uns die Ragnack-Yacht heute anschauen. Aber weil das Wetter so ein bisschen schlechter ist, haben wir tatsächlich so ein Upgrade bekommen oder die Suite, quasi eine neue Suite bekommen, weil das halt bei dem aktuellen Wetter ein bisschen besser ist. Die Suite kostet genauso viel wie die Ragnack-Yacht. Also es ist jetzt kein richtiges Upgrade gewesen. Dann beim Essen. Und gestern hatten wir ja nochmal, also kein Upgrade in dem Sinne bekommen, sondern eine Umbuchung, weil das Wetter ja für die Yacht so schlecht war.
haben wir eine neue Suite bekommen und haben uns dann spontan überlegt, dass wir doch noch ein separates Video drüber zu drehen. Weil die Suiten gerade zu unserem Zeitpunkt, glaube ich, eine Woche auf anderthalb neu sind. Und das mussten wir euch natürlich auch noch mal ganz genau zeigen. Aber deswegen habt ihr nicht die gewohnte Qualität von uns mit der Kamera, sondern wir haben halt einfach nur mit der GoPro gefilmt. Aber wir hoffen, das reicht auch und habt ihr zumindest schon mal Einblicke in die Suite. Wir drehen jetzt hier gerade weiter auf dem Essensvideo. Haben wir wirklich wieder gutes Essen und werden uns heute noch ein bisschen durchschnabulieren. Aber allzu lang bleiben wir auch nicht mehr, weil wir müssen auch wieder nach Hause fahren, 4,5 Stunden. Irgendwann ist der Tag oder das verlängerte Wochenende auch schon wieder vorbei. Und mir ging das alles sehr schnell um. Aber eine Runde Piccolomonde muss natürlich auch noch sein, bevor wir heute nach Hause fahren. Das darf nicht fehlen. Gerade eine Runde Piccolomondo gefahren, das ist natürlich ein absoluter Muss, bevor wir den Europapark verlassen. Und es heißt, Vivi hat hier gerade den letzten Snack aufgefuttert. Wir werden jetzt auch den Europapark verlassen, richtig schade. Wir gehen nochmal kurz in die Bar Ericsson und trinken noch ein Getränk und danach geht's für uns ins Auto. Nach Hause. War wieder eine sehr, sehr schöne Zeit hier im Europapark. 4 Tage, 5 Tage waren wir jetzt hier, aber die Zeit, die rast einfach so schnell. Wir hätten nochmal länger bleiben können hier. Ja. So, wir sind jetzt hier nochmal im Kronasar unterwegs, weil wir mussten noch ein paar Szenen aufnehmen, Sprachtext für das Rolantica-Video, weil das ist ja komplett spontan entstanden, dass wir uns dann gedacht haben, okay, die Suite wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und haben ja dann nur die Anfangsszenen jetzt nochmal nachgedreht, weil die haben wir nicht gedreht, weil wir ja uns spontan dann bei Rolantica entschieden haben, okay, die Suite müssen wir euch zeigen. Jetzt lassen wir hier noch den Tag ausklingen mit dem Getränk und dann heißt es für uns auch nach Hause fahren. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein mit dem kutterbunten Vlog. Liked das Video sehr gerne, wenn ihr wollt. Vivi sagt auch tschüss. Tschüss. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Henne. Tschüss. Hallo. Ich bin der, der hier heimlich den Kanal wirklich managt. Ja, ihr kennt mich vielleicht. Oder auch nicht, dann habt ihr alles richtig gemacht.